In China ist auch nicht alles Geld, was stinkt. Ich habe übrigens bis heute Nachmittag, also bis kurz vor dem Zeitpunkt, als ich hergekommen bin, mit so einer Halskrause den Tag verbracht. Egal. Okay, ein Mann sitzt im Zimmer einer Akupunkturärztin. Man kann den außergewöhnlichen Bau seines Oberkörpers bewundern, den ihm die Natur spendiert hat. Man will ausführlichen Sex mit ihm haben, wenn man ihn da so sitzen sieht, wie er mit seinen treuen blauen Augen in die Welt schaut, in die Welt jenes Behandlungszimmers, dessen Wände tapeziert sind mit Plakaten, auf denen nummerierte Ohren abgebildet sind. Augen, die sonst Entschlossenheit suggerieren, Augen, die einen dazu einladen, am Abenteuer des Lebens teilzuhaben. Die Augen eines Spaßmachers, eines Kapitäns, eines Weisen, eines Schriftstellers, eines Liebhabers. Augen, deren putzige Eigenschaften aber diesmal getrübt werden vom Leiden des Schmerzes und der Einsamkeit. Im Rücken jenes Mannes, bei dem es sich, wie die aufmerksame Zuhörerin bereits erraten hat, um keinen anderen Zeitgenossen als mich selber handelt, stecken also wegen einer Schiefhals genannten Diagnose, die man sich zu dieser Zeit bei offenem Fenster oder auch einer Kasse bei geöffneter Tür leicht zuziehen kann, 10 Nadeln, die Frau Sie, die Chinesin, ihm selbst appliziert hat. Na denn, so sagte einmal ein alter konfuzianischer Gelehrter, sind die Spaghetti der Erleuchteten. Zu diesem Zeitpunkt war der Gelehrte allerdings schon so alt, dass sogar seine Jünger bemerken, dass seine Aussprüche nicht mehr die Hasenköttel wert waren, auf die er sie mit gespitztem Bleistift eingravierte. Tut das weh? Geht das so? Ganz offensichtlich vermeidet die Chinesin Sätze, in denen der für sie und ihre Landsleute so riskante Buchstabe R vorkommt. Ja, es geht. Soll ich das Fenster öffnen? Ich zögere. Soll das ein Test sein? Ich denke, offene Fenster sind genau die Ursache meines Leidens. Will sie mich als Stammkunden gewinnen? Schön sitzen bleiben. Machen Sie es sich bequem. Ich komme in 10 Minuten wieder. Wieder? Na, nochmal elegant ums R gemogelt. Die Tür fällt ins Schloss. Ich versuche, mich auf den nachlassenden Schmerz zu konzentrieren, wie er wegfließt. Weg, weg, weg. Was steht eigentlich neben den Nummern an den Riesenohren? Ich bin versucht, aufzustehen und nachzulesen, aber ich soll ja sitzen bleiben. Ich schiele auf ihren Schreibtisch rüber. Auf der Karteikarte steht Dan Richter. Und die Zahl 1968. Es folgen jene Wahnsinnshieroglyphen, mit denen uns die Chinesen seit 2000 Jahren den Zugang zu ihrer Kultur versperren. Ich betrachte die Zeichen genauer. Chinesisch ist zwar keine Bildersprache, aber aus einer solchen entstanden. Vielleicht lassen sich ja mit ein bisschen Kombinationsgabe ein paar stilisierte Zeichen entziffern. Das erste sieht aus wie eine durchgestrichene Bommel, die auf einem Stuhl liegt. Ich nehme an, dass ich das bin. Auf dem Stuhl festgeklebt. Durchgestrichen heißt dann wohl, dass ich geradezu nicht zu gebrauchen bin. Ups, das Entziffern geht ja leichter als gedacht. Zweites Zeichen, ein Phallus, auf dem ein Hakenkreuz zu sehen ist, dessen linker Haken fehlt. Phallus ist klar. Aber glaubt sie, dass ich wegen meiner kurzen Haare ein verkappter Nazi bin? Drittes Zeichen. Hä? Ein Galgen?
Okay, ich bin im Tode geweiht. Erst jetzt entdecke ich den an der Wand hängenden Spiegel, wie mag ich wohl aussehende Nadel gespickt. Ich erhebe mich, da fällt mir ihre Mahnung ein, bitte schön sitzen bleiben. Ach, es ist ja nur kurz. Hopp! Ach, das ist ja enttäuschend. Ich hatte erwartet, eine Igel-Version von mir im Spiegel zu sehen. Stattdessen bin es nur ich und eben ein paar Nadeln und auf der Stirn ein grüner Fleck. Hä? Wieso ein grüner Fleck? Muss ich wohl mal näher rangehen. Ach so, ist nur die chinesische Beschriftung des Spiegels. Ups, also was, ist mir doch eine Nadel rausgerutscht. Peinlich, peinlich, hoffentlich merkt sie es nicht. Wo liegt sie denn? Ah ja, da unterm Schreibtisch. Ich bücke mich und mein Rücken macht das Geräusch eines sich öffnenden Reißverschlusses. Die neun anderen Nadeln ploppen aus meiner Haut. Durchs Sprechzimmer. Was soll ich tun? 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 Das merkt ihr doch garantiert. Schnell, 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 schnell. Die ersten vier Nadeln finde ich rasch. Die fünfte auf dem Stuhl, die sechste unter der Liege. Ich suche mit Augen und Fingern den Boden ab. Nichts. Ich wische den Staub von den Büchern im Regal. Nichts. Ah, Nummer 7 auf dem Schreibtisch. Nummer 8 schön mimikriert auf der China-Schriftkarteikarte. Nummer 9 kann nicht weit sein. Verdammt, die kommt bestimmt weg. Während ich weiter suche, steche ich mir schon mal die neun vorhandenen Nadeln auf gut Glück zurück in den Rücken. Um ein erneutes Rausploppen zu verhindern, gleich etwas tiefer. Nicht auf dem Monitor, nicht auf dem Drucker, da. Zwischen den Knöpfen in der Tastatur. Vor Freude steche ich mir Nadel Nummer 7 bis zum Anschlag zwischen den Rippen. Ich drehe die Tastatur um. Die Nadel hat sich verhakt. Ich schüttel vorsichtig, es klappert. Ich schüttle stärker, die Nadel klappert wie zum Hohn. Wütend steche ich mir Nadel 8 tief in die Schulter. Ich klopfe mit der Tastatur auf den Schreibtisch. Komm raus, liebe Nadel, komm raus. Komm raus, komm jetzt raus. Ich schlage kräftiger. Oh, das muss die Escape-Taste gewesen sein. Raus, raus, raus. Die Ärztin muss jeden Moment kommen. Oh, die Tür steht offen. Ich drehe mich erschrocken um. Frau Z steht hinter mir und beobachtet mich mit offenem Mund. Wie ich mir mit der linken eine Nadel in den Hals ramme und die rechte mit dem Keyboard hoch über meinen Kopf halte. Oh, entschuldigen Sie, Frau Sie, ich sollte ja sitzen bleiben. Ja. Dann schließt sie die Tür, entfernt stoisch die neuen Nadeln und verabschiedet sich höflich von mir. Ein seltsames Volk, diese Chinesen. Und doch, wie viel können wir von ihnen lernen? Dankeschön.